Je nachdem. Vor allem, wenn die halt voll aufgeladen ist, so, dann kann man dann einfach sagen, okay, die Schilde sind unten, dann da tummeln sie sich gerade herum, um Sachen zu reparieren. Bestenfalls brennt der Raum noch. Dann haben sie eh schon mal einen Schaden. Das ist eine ganz hässliche Waffe. Ja, das habe ich kommen sehen. Komm schon. Eine Stelle hier oben doof rumzustehen, könntest du helfen zu reparieren? Am besten erstmal die Schilde. Zwei und drei. Helft da schnell mit zu reparieren. So, die Waffen. Ja, nee, bleib mal da dabei. Und weißt du was? Wir machen das gerade mal. Wieso war die nicht aufgeladen? Was soll das denn? Das tut weh. Ah. Genau, da ist jetzt drinnen. So, das war's für ihn. Das ist es gut daran. Das Schlechte für mich, ihr Sauerstoff, ne? Mal wieder. Nope. Ich bräuchte jetzt eigentlich keine Leute. Ich bräuchte tatsächlich Scrap und sonstige Sachen. Wer hätte es gedacht, ne? Mehr Schilde und so. Und dann natürlich das Schiff noch reparieren zu können. Ich könnte in den Hyperraum, aber das ist jetzt eher uninteressant. Der da oben wird auch gleich sterben. Hoffe ich. Sehr gut. Sehr schön. 41. Halleluja. Halleluja. Also, Schilde haben wir gesagt, brauchen wir 100. Und dann nochmal 25 dazu. Da hätte ich jetzt dann allerdings nichts mehr. Das heißt, ja, ist jetzt die Frage, will ich jetzt auf drei Schilde raufgehen? Wie wäre es erstmal mit meinen Leuten heilen, ne? Will ich jetzt schon auf drei Schilde raufgehen? Weil das sieht nicht gut aus. Das sieht definitiv nicht gut aus. Oder sparen. Hoffe, dass ich einen Shop finde, um mein Schiff zu reparieren. Um daneben sagen zu können, so jetzt gehe ich weiter, ne? Will ich auch hier hin oder will ich jetzt hier diesen Umweg beschreiben? Weil das kann ja wieder alles Mögliche bedeuten. Ja, das ist, wenn man einen Klickfinger hat. Nein. Oh, Star. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also gut. Repair all. Was soll's? Brauchen wir wieder jede Menge Sachen, aber das war mir fast schon klar, dass wir da nicht so günstig wegkommen. Dann tanken. Hier runter. Nehmen wir den langen Weg zum Exit. So, zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Das könnte doch... Ja, das könnte jetzt dasselbe sein, Breed. Schilder auf alle Fälle schon mal weg. Wenn du darauf Leute senden möchtest, dann bitteschön, habe ich gar kein Problem damit. Er macht aber dasselbe, was natürlich eher unangenehm ist. Wisst ihr was, dann machen wir das Ganze nochmal so. Dann sind die beiden schon mal tot. Und Tote können ja bekanntlicherweise Sachen schlecht reparieren. So, sehr schön. Sehr gut. Ich deaktiviere die Waffe nur deswegen, dass ich
Habe ich ein besseres Gefühl für. Dass die nicht mehr im Autofeuer ist. So. Haben wir zumindest schon mal die Energie und brauchen nur noch ein bisschen. Das langt auf alle Fälle. Um die Schilde hier zu holen. Ja, wollen wir jetzt. Das ist doch wieder mal typisch. Wo? Da oben. Geht mal darauf, es sind nur Menschen. Helft dem gerade mal mit, dass es da oben etwas schneller vonstatten geht. Achso, jetzt sehe ich da natürlich nichts. Das ist aber in Ordnung. Diese Schrottwaffe da. Machen das mal so. Und ihr geht da runter. Würde ich sagen. Du haust ab. Achso, weil die Waffen ausgefallen sind. Ja. Ich sehe es, ich sehe es. Du haust ab. Du haust ab. Oh, Leute. Kommt schon. Was soll der Scheiß? Komm, lösch das Ding. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben kein Problem, wir hauen ab. Das war knapp. Das war knapp. Okay, jetzt müssen wir warten, bis da oben Sauerstoff wieder ist. Hau du mal dahin ab, weil Schluss letztendlich können wir das auch so regeln. Blöd. Ja, ich meine, es macht halt auch ordentlichen Schaden. Ich sollte die vielleicht doch öfters einsammeln, ersetzen. Oh, ein Life. Dann müssen wir natürlich warten, bis hier oben wieder Sauerstoff ist. Das ist ein Problem dabei. So bringt mir das gar nichts, wenn das Feuer dann natürlich woanders noch ist. So, geht mal darauf. Geht mal da rein. Jetzt müsst ihr das da oben natürlich erst wieder parieren. Das ist gut. Ist das Feuer aus? Ah. Nein, ich bin ein Idiot. Ah, da war doch für die Schilde. Das war doch mein Typ für die Schilde. Bitte lass es den Typ für die Schilde gewesen. Ja, Gott sei Dank. Was bedeutet du das in Zukunft für die Waffe? Oh Gott! Ja, ich wollte hier eigentlich drauf, sondern. Ich wollte den coolen spielen, ne? Und sagen, ja, man könnte es ja so machen, ne? Oder man nimmt einen Hotkey dazu. Was ja auch machbar wäre. Ja. Man kann sich das Spiel aber auch unnötigerweise schwer machen, ne? Wäre ja langweilig, wenn es zu einfach gehen würde. Echt mal. Du dahin, du dahin. So. Aber wollte ich doch nur ein bisschen Scrap sammeln, um bessere Schilde zu kriegen. Die Energie habe ich schon mal. Ach, das ist jetzt so ärgerlich. System ist broken. Ja. Repariere schneller, mein Freund. Was war das? Irgendwas blub. So. Ja. Ja, dann Exit. Dann halt Exit. Ärgerlich.
Wir brauchen halt Missiles selber, ne? Wenn es jetzt Drone Parts wären. Wenn es Drone Parts wären, hätte ich noch gesagt, okay. Also, warte mal, Jump, Next Sector, bitte. Oh, war das gerade Homeworld? Was bedeutet hier? Gäbe es dann was Interessantes zu sehen? Store zum Reparieren und Treibstoff kaufen, damit sind wir zwar dem anderen dann. Ich kann doch nicht mal alles reparieren. Puh, Firebeak. Ah, eine schöne Waffe. Ich habe nichts derzeit. Leider. Und die Rebellen sind mal auf den Fersen. Nö, brauchen wir nicht. Bitte hier runter. Oh, ich habe vergessen, Sprit zu kaufen. Duh. Toll, super. Hier hin. Oh, das wird ein Problem. Ja, toll, super, das nutzt mir. Ich krieg zumindest meine Power dazu, um ihr Schild auf 3 raufzuholen. Nutzen tut mir das recht wenig. Ich bräuchte einen Shop. Egal, was ich jetzt mache. Hier komme ich ja echt gerade billig durch. No fuel. Wait. Manchmal, wie war denn das? Normalerweise kriege ich doch dann eins dazu, ne? Continue. Ein bisschen verspätet. Ich dachte, das ist nach jeder Runde da. Das ist ja fies. Da hängst du so 2 drin. Ja. Was bleibt mir übrig? Nehmen das. Wobei, ich glaube, das war sogar günstiger, ne? Ja, Ancient Humbles. Eigentlich gibt es dann hier drin was Tolles. Slotern. Ja, komm, wir gehen hier zum zivilen Sektor. Continue. So. Nein. Oh, der hat ein super Schild. Den müssen wir natürlich erstmal runterkloppen. Ignorierst du eigentlich Schilde? Ignore Shields. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Dann machen wir das doch so. Dann machen wir das doch so. Und hier die 3 wieder. Auf den Antrieb. Jetzt ist das die Schildrunde. Die Waffe geht durch. Machen wir vielleicht schon die Schilde kaputt, hey. Das wäre nicht schlecht. So viel zu dem Thema. Er ignoriert Schilde, ne? Na gut, okay. Super Schild. Stand ja, glaube ich, nicht dort, ne? So. Jetzt darf er aber. Sehr schön. Das heißt. Genau so geht es eigentlich auch. Ansonsten würde ich jetzt weiterhin da das reinmachen. Das muss jetzt nicht so sein. Gut, das können wir vorerst, glaube ich. Ja, komm, wir gehen gleich rauf reparieren. Und da rein, da ist ja einer drinnen. Das. Willst du mir jetzt echt sagen, du hast das hier außerhalb von dem Schiff gemacht? Ja, jetzt will der abhauen, aber Antrieb ist eh hinüber. Von ihm, also uninteressant. Interessiert mich nicht. Sehr schön, die Schilde sind hinüber. Das heißt, wir können hier unten noch ein bisschen machen. Du kannst übrigens hier wieder reingehen.
Wir kriegen halt auf alle Fälle immer 4 davon. Weißt du was? Du darfst abhauen. Tue ich nur ungern. Frage ist halt immer die, ob man dadurch jetzt das Gewinnbringendere bekommen hat oder nicht. Weil wenn ich ihn zerstöre, kann es immer wieder sein, dass ich noch ein bisschen was dazu bekomme, vielleicht von anderen Fraktionen, die dann sagen, ey, danke, dass du uns geholfen hast, das Piratenschiffchen hier kaputt zu machen. Aber so. Ein Star. Kann man es zumindest mal voll und ganz reparieren. Raketen haben wir echt saugut. Da haben wir ja nichts, ne? Ah, bräuchte 2. Ich meine, Vorteil wäre, wir könnten halt ein System permanent unten halten. Die Waffe ist mal doch ein bisschen. Na gut, das ist. Halt, ich habe ja auch den Breach 2. Das ist fürs eigene Schiff. Die wäre nicht schlecht. Okay, müsste man so eine dann verkaufen und dann ist dann auch wieder die Frage, ob sie es lohnt, ne? Jump away, please. Ich wollte gerade mal noch gucken, da vor ein Federal Scout. Sorry, tut mir leid. Ich bräuchte selber ein bisschen Sprit, ne? Wir bräuchten 180. Ich glaube dann 55, weil nächste dürfte 30 sein. So. Fliegen so dann zu dem interessanten Punkt. Dann schauen wir mal. Continue. Jetzt hat er auch natürlich 3, ist klar. Machen wir das gleich so. Hauptsache mal die Waffen dann runter. Konzentrieren jetzt ein bisschen mehr. Wir dürfen nicht mehr allzu viel rumspielen. Ich darf nicht mehr allzu viel rumspielen. So. Sehr schön. Dann darf der da nochmal einen Breach reinmachen. Warum nicht? Finde ich sogar ganz gut. Ah, er hat schon. Machen mal da rein, weil jetzt sind da drin 2 Leute. Ich glaube, die könnten was sogar noch killen. Wenn er schnell genug ist. Ah, sehr geil. Also die Waffe ist richtig, richtig nice. Und im eigentlichen Sinne können wir so machen. Kommt, dann hau da noch mal rein. Dann lassen wir die nämlich da gerade mal. Die Dreier könnten wir da reinhauen, ne? Wenn schon. Achso. Da ist... Das ist halt echt etwas... Weil man nicht weiß, wo seine Finger sind. Na jetzt hopp, aber kommt schon. Alle hopp hier. Komm, dann mach halt nochmal rein. Mach die 2 dazu. So. Ja, allzu viele Raketen will ich jetzt nicht unsinnigerweise da rein plöppen. Dann macht doch mal da rein. Dann ist der tot zumindest. Geht auch. Wenn man die gesamte Besatzung übrigens killt, dann ist auch vorbei, ne? Nein. Too late. Too late. Hier, da. Da ist die 3. Komm schon. Ja, die Waffen. So, jetzt machen wir das mal so. Jetzt sind sie alle 3 dann aufgeladen, ne? 1, 2, 3. Das ist gerade der Nachteil irgendwie. So, müssen wir halt so leider arbeiten.
Die kommen halt immer wieder während dem Tick da rein. Schlecht. Leider. So, jetzt hat er verloren. Wir kriegen sogar noch einen dazu. Das ist ja ganz, ganz nett. So das eigene Schiff mal angreifen, das wäre es. Ja, Captain ist... Ja, unser Captain ist leider schon besser von daher, aber er ist ein super Kämpfer. Das sollte man sich mal vormerken. Schaffen wir es runter zum Store? Ja, wir schaffen es runter zum Store, um dort Benzin zu kaufen. Aber wir helfen natürlich wieder, ist doch klar. Er hat was ganz Hässliches gerade auf mich losgeschickt. Na, die Schilde auch noch. Ach, ach, ach. Du Sausack. Kostet mich jetzt einen Bubbel. Nee. Geh du dahin. Hilf. Den behalten wir uns mal außen vor. So. Reparieren. Mach mal die Waffe da weg, weil die geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. So. Nur noch ein Schildgitter. Das heißt, du gehst... Nein, 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 du bleibst mal, weil so schlimm ist es noch nicht. Er kann halt gar nichts machen gerade. Die Schilde sind gleich kaputt. Im eigentlichen Sinne könnte man das vielleicht so ändern, ne? Ja, Schilde sind leider noch immer nicht ganz kaputt. Mensch, mach doch hin. So, ah, okay. Lang haben die Schilde nicht mehr. Die nächste Salve sollte es gewesen sein für die Schilde. Das heißt, du könntest hier übrigens mal raufgehen. Während du hier raufgehen kannst, das ist ja vollkommen egal. So, Waffen sind total hinüber. Das heißt, wir können diese Drohne mal vernichten. Danach darfst du... Ja, mach das da kaputt und das da. Der Rest ist jetzt dann eh nur noch abwarten und Tee trinken. Das heißt, die beiden dürften schon mal losgehen. Und sich heilen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas läuft falsch, ne? Ja, da ist nur Sauerstoff. So. Ah. Dann mal hin. Also bitte nicht schreien. Wäre böse. Continue. Also gut. Oh, teuer. Was haben wir denn da? Ja, den FTL-Jammer. Die schlecht, wenn man einen Crew-Teleporter hat, um die Leute dann wieder zu bekommen. Das ist auch nicht schlecht, mehr Scrap zu bekommen. Also es kostet halt doch schon mal ein schönes Sümmchen und sonst ist gar nichts dabei. Raketen vielleicht noch kaufen. Hat mich jetzt doch ein bisschen gekostet. Fliegt zum Exit. Und dann hier bitte mal... alles wieder aktivieren. Wie wär's denn damit? Oh Mann, da so viel Zeug deaktiviert. So. Puh. Oh, wir kommen näher. Das ist schon mal schön. Continue. Es wäre jetzt halt wichtig, dass ich noch mal ein bisschen was bekomme. Vor allem halt für mich wichtig, dass ich die dritte Schildbubbel bekomme. So. Zum ersten.
Er hat nur zwei Schilde, von daher passt das. Machen wir das so. So. Und je nachdem, wo er jetzt hingeht, werden wir in den Breach dort reinjagen. Also hier rein. Lassen wir sogar nochmal kommen. Wobei können wir uns sparen. Machen wir es so. Die Schilde kriegt er eh nicht mehr rauf. Gut, wir könnten die Breach trotzdem nochmal hier reinhauen, dann sind die tot. Sie sind so oder so tot, okay. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Reparieren. Wir wollen zuschauen bei dem Elend, ne? Ist doch klar. Bitte hier rein, bitte hier rein, bitte hier rein. Leute, das Gefühl kenne ich. Das Schiff brennt. Die halbe Crew ist am Sterben. Das ganze Schiff brennt. Und der Sauerstofftank ist getroffen. Und der Feind macht sich einen Spaß daraus, um den Sauerstofftank ganz zu zerstören. Das ist echt immer Kacke. Danach wählt er einen im Raum aus, der... Oh, guck mal an, er ist wieder frisch geklont worden. Ja, ich bin wieder am Leben. Scheiße. Ein Scheißgefühl. Oh Mann. Ach, herrlich. Ich liebe es. Weiter. Ja, hier runter. Geld sparen. Scrap sparen. Brauchen jede Menge Scrap noch. 100. Was habe ich gesagt? 180 alleine für die Schilde und dann. War jetzt vielleicht nicht so die schlaueste Idee, aber egal. Ah, fuck. Ja, klar, logisch, natürlich. Ja, Geilomatika, ich liebe dich. Du schönes Kackding da. Boah, ich glaube, ich krieg einen Apfel. Boah. Ich krieg ja gerade so einen. Also wirklich. So. Alles am Arsch. Alles am Arsch. Eigentlich das da. Auf der anderen Seite, es sind nur die zwei, ne? Weiter so. Aber ich mach mal so, dann ist der da oben tot. Sehr schön. Und jetzt den da unten. Lass mir doch meine Waffen. Oh ja, geh da runter. Sehr schön. Das ist übrigens ein Volk, die brauchen keinen Sauerstoff. Zu lange. Er will mir es nicht einfach machen. Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Ach, Gott sei Dank. War das jetzt die Hülle oder war er tot ist? Ich habe nicht drauf geachtet.